Was würden Sie sagen, was sind so ein bisschen, wenn wir ein bisschen in die Zukunft sehen, die nächsten Monate? Da gibt es jetzt die Diskussion in jedem Staat auch wieder sehr nationalstaatlich gelöst. Wie kann man dem entgegenwirken? Da gibt es in Österreich auf den verschiedensten Bereichen, dass man jetzt sagt, naja, da gibt es Zahlungen, die man bekommt, kleine Steuerreformchen, wo es 100 Euro mehr gibt, oder wir machen die. Wenn wir es beim Treibstoff bleiben, wir erhöhen die Pendlerpauschale mal kurz ein bisschen, das heißt, dass da ein bisschen Geld zurückfließt. Auf Dauer wird sich das ja vermutlich nicht ausgehen, wenn das jetzt ein länger anhaltender Trend wäre. Die Frage ist dann immer, steigen die Gehälter? Also das heißt, merkt man jetzt schon, wenn wir jetzt die Kollektivvertragsverhandlungen uns ansehen im Frühjahr, da reden die Gewerkschaften, egal in welcher Branche, jetzt sagen wir jetzt zwischen 4 und 6% Erhöhung. Die, die schon im Herbst oder im Jänner abgeschlossen haben, da war es noch so bei 2,5 bis 3%. Kommt von der Wirtschaftsseite natürlich höhere Gehälter, höhere Lohnkosten bedeuten natürlich höhere Preise, bringt also nichts. Aber irgendwas muss man ja vermutlich tun, um dieser Spirale vielleicht auch ein bisschen zu entrinnen. Oder ist es was, wo man sagen muss, ist jetzt zwar unangenehm momentan, aber als Experte sehe ich jetzt da noch keine große grundsätzliche Gefährdung. Also das sind zwei Aspekte. Ich kann die Gewerkschaften voll nachvollziehen, wenn sie sagen, wir möchten eine und auch jeden Arbeitnehmer, wir möchten die Inflation abgedeckt und auch die zukünftige Inflation abgedeckt. Und noch dazu, und das ist auch wichtig, wir möchten die Produktivitätsgewinne teilweise auch in den Löhnen sehen. Das ist nur richtig, weil es geht ja nicht darum, dass die Unternehmen viel verkaufen und viel Profite haben. Am Ende geht es uns doch darum, dass uns allen besser geht. Also irgendwann soll sich das bitte schön auch in den Löhnen widerspiegeln und natürlich auch in den Gehältern für Professoren irgendwann. Von dem her eine halbwegs sinnvolle, verständige Politik zwischen Gewerkschaften und Unternehmen ist sehr, sehr sinnvoll und treibt uns natürlich auch voran, weil motivierte Arbeitskräfte sind bessere Arbeitskräfte. Gleichzeitig jetzt, wenn man es gleichzeitig befeuert das natürlich auch bis zu einem gewissen Grad die zukünftige Inflation, weil es die Lohnpreisspirale in Gang bringt. Das Einzige, wie man dem halbwegs entfliehen kann, ist über die höheren Zinsen, wo die EZB derzeit nicht bereit ist, das zu machen, oder eben über den Versuch, noch höhere Produktivitätssteigerungen zu erzielen, sodass die Preise nicht zu sehr steigen müssen. Bezüglich Steuern, beziehungsweise bezüglich Staat, also Steuersenkungen etc. Da habe ich so immer die Sicht, und ich glaube, das ist eine realistische Sicht, Politiker und Politikerinnen sind halt auch nur Menschen, wie wir alle. Und wir alle denken auch an andere und denken an Österreich, an das große Gut, aber wir denken halt auch oft an uns selbst. Ich habe immer mehr das Gefühl, ja, bei diesen ganzen Krisen, es geht eigentlich oft darum, sozusagen Almosen zu verteilen, dass man so sagt, man hat doch was gemacht. Aber ich finde es nicht richtig, einfach Almosen zu verteilen. Das kann man in der Kirche vielleicht machen, ne? Aber nicht in der Politik, sondern wir brauchen gute Politik und nicht immer nur Almosenpolitik. Also muss man ordentliche Steuerreformen machen, die die Effizienz erhöhen und nicht nur so ein Mini-Ausgleich für halt gestiegene Preise. Da bin ich sowieso dagegen, weil wenn die Preise wirklich steigen aufgrund von Knappheiten, weil die Güter eben nicht mehr so da sind, ne, dann muss man diese Kosten auch irgendjemand übernehmen. Und das bedeutet, Knappheit bedeutet ja, dass man sparsam mit den Ressourcen umgehen muss. Und wenn dann irgendwelche Steuerreformen oder Anpassungen gemacht werden, dann geht man weniger sparsam mit diesen Ressourcen um. Ich werde deshalb eher dafür, dass man wieder die breiten Konzepte nimmt. Steuerreform heißt eine breite Senkung der Einkommensteuer beispielsweise, meinetwegen im Bereich der geringer Verdienenden etwas mehr als im Bereich der höher Verdienenden. Aber das setzt Arbeitsanreize für alle, das setzt Produktionsanreize auch, weil die Leute eben mehr arbeiten wollen. Und das ist deutlich besser als dieses hier mal ein bisschen Pendlerpauschale, hier mal ein bisschen was anderes. Nein, sinnvolle Lehrbuchsteuerreformen eigentlich. Ist das Stichwort kalte Progression abschaffen, nachdem man das gerade in Österreich seit Jahrzehnten diskutiert, ist das jetzt so ein Zeitpunkt, wo man das vielleicht
ja, wann, wenn nicht jetzt, angehen sollte, Ihrer Meinung nach? Also das gehört zum Beispiel dazu, das gehört automatisiert. In der Schweiz ist das automatisiert, da wird das ständig angepasst. Die Inflation, die Schweizer haben deutlich weniger Inflation aus anderen Gründen, aber da wird es angepasst. In Dänemark ist es ebenfalls so, dass wenn sich mal 10% Inflation akkumuliert haben über die Zeit, dann wird das Steuersystem wieder angepasst, also dann kommt es zur Steuersenkung. Wir machen das nicht. In der Politik wird teilweise argumentiert, ja, ja, aber wenn es zu Steuerreformen kommt, da berücksichtigt man das ja mit. Schön und gut, aber eigentlich braucht es dazu ein automatisches System, was einfach im Idealfall in der Verfassung vorgegeben ist, dass bei höherer Inflation auch die kalte Progression wieder rückgeschüttet wird an die Bürgerinnen und Bürger. Mhm.